Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Eine beeindruckende Kulisse am Millerntor, knapp 13.000 Zuschauer. Wollten Sie sehen, die Partie Werder Bremen zu Gast beim FC St. Pauli. Die Partie für einige Spieler auf dem Rasen, das Ende einer langen Leidenszeit. Philipp Bargfrede und Sebastian Langkamp auf Bremer Seite auf dem Rasen. Und bei St. Pauli, da gab es gleich drei Comebacks zu feiern. Philipp Ziereis, Henk Fährmann und Luca Zander endlich wieder bei den Profis dabei. Rein in die Partie, Christopher Buchmann auf Boris Daschi. St. Pauli in Halbzeit 1 von rechts nach links in den braunen Trikots. Luca Zander nochmal auf Rico Benatelli. Beide Male ist Capino da im Werderkasten und bewahrt seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. Auch bei Werder natürlich der ein oder andere Jungspund mit von der Partie. Zum Beispiel Dingschi aus der U19 hier mit der Hereingabe. Florian Carstens heute in der St. Paulianer Innenverteidigung rettet. Jos Luhukay sah, dass seine Mannschaft einen guten Start in diese Partie erwischte. Das einzig Schlechte am Spiel seiner Mannschaft war die Chancenverwertung. Beweisgefällig, Boris Daschi, Traumpass auf Christopher Buchmann. Nächste Riesentat von Capino, der Schlussmann besser seines Teams. Es blieb dabei. Weiterhin nur St. Pauli aktiv, St. Pauli gefährlich, St. Pauli ein ums andere Mal mit den Offensivaktionen. Nur die Präzision, die ließen sie vermissen in letzter Konsequenz und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. In der wurde fleißig gewechselt, unter anderem neu in der Partie Christian Conte. Hier am Ball sieht Juba Diarra, auch er neu eingewechselt, zack, 1:0. Juba Diarra, Leihgabe von RB Salzburg, zuletzt mit durchwachsenen Momenten im braun-weißen Dress, hatte sich beim Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück innerhalb von 20 Minuten zwei gelbe Karten abgeholt, war die Partie danach gesperrt, danach nicht im Kader gegen Nürnberg. Jetzt kann er seinem Trainer beweisen, dass er eine ernsthafte Alternative ist. Es blieb dabei, Conte machte über die linke Seite sehr viel Betrieb, diesmal mit der Abgabe auf Benatelli. Und die Unterkante der Latte verhindert den erneuten Einschlag. Der Abschluss von Boris Daschi, dann klar über den Spann gerutscht. Aber diese Szene belegt dafür, dass auch die zweite Garde beim FC St. Pauli derzeit mit den Hufenscharts auf ihre Einsätze drängt. Jos Luhukay hat damit die Qual der Wahl. Das wird ihm sicherlich ganz gut zu Pass kommen. Am Ende gewinnt ein zweiter Anzug des FC St. Pauli verdient gegen eine B- oder vielleicht doch eher C-Elf von Werder Bremen. Am Millerntor vielleicht ein, zwei Tore sogar zu niedrig. Kapitän Jan-Philipp Kaller mit seinem Fazit zum Spiel. Fazit fällt, glaube ich, ganz gut aus. Ne? Wir haben wirklich alles reingehauen. Heute war die Chance für die Jungs, die ein bisschen hinten dran stehen, sich zu zeigen. Und ich glaube, jeder, der auf dem Platz stand, hat das echt ordentlich gemacht und gut gemacht, hat sich richtig gut präsentiert. Und ja, das ist, glaube ich, die Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen alle richtig gut genutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.